müssen wir noch einen Termin fürs Meeting planen. Gut, dass wir im Großraumbüro sitzen. So kann ich alle direkt persönlich fragen. Es geht viel schneller. Felix, passt dir heute 15 Uhr? Ja, warte, ich kann gerade nicht. Ich muss gerade was anderes erledigen. Und wie schaut's bei dir aus, Dila? Könnt ihr das vielleicht später regeln? Ich muss hier jetzt endlich mal arbeiten in Ruhe. Okay, vielleicht schreibe ich doch dann lieber allen eine Mail. Großraumbüro ist doch nicht so gut wie gedacht. Trotz verkürzter Kommunikationswege im Großraumbüro erschwert sich die einfache bilaterale Kommunikation, da die Mitarbeiter mit ihren Aufgaben bereits vollumfänglich ausgelastet sind. Ach, voll schön, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Ist einfach viel geselliger und die Zeit vergeht wie im Flug. Boah, kann mal jemand das Fenster aufmachen? Das ist so stickig warm hier und es ist so eine eklige Luft hier drin. Oh nee, nicht schon wieder. Ich sitze hier in Winterjacke und mir ist echt saukalt. Open Office produziert eine Belegschaft, die sich miserabel fühlt. Produziert werden mehr Krankheitstage, weil Mitarbeiter sich entweder häufiger krank fühlen oder tatsächlich häufiger krank sind. Ach, ich kann ja eigentlich schnell auf die Toilette gehen. Umstellen muss ich mein Telefon ja dann eh nicht. Es sind ja genug Kollegen im Büro. Dein Telefon hat übrigens geklingelt, als du auf Toilette warst. Ah, na toll. Keiner rangegangen. Dann bringt mir das Großraumbüro auch nichts. Auch wenn Großraumbüros ausreichend mit Personal besetzt sind, kann man sich nicht immer hundertprozentig auf seine Kollegen verlassen. So. Jetzt kann ich mal so richtig produktiv sein und die Präsi fertig machen. Das Schöne am Großraumbüro ist, dass ich bei Fragen direkt meine Kollegen um Hilfe bitten kann. Ja, hallo, guten Tag. Ja, natürlich, können wir gerne machen. Ich würde Ihnen nächste Woche kommen. Ja, ich habe schon wieder Gildsachen mitgekriegt. Oh, toll. Jetzt kann ich nicht mal konzentriert arbeiten und fragen kann ich auch niemanden, weil alle eh irgendwas Besseres zu tun haben. Open Office reduziert die Produktivität, weil die Mitarbeiter sich im Vergleich zu Mitarbeitern mit eigenen Büros weniger wohlfühlen. Eine Open-Space-Struktur ruft im Durchschnitt 86 Minuten am Tag Ablenkung hervor. Open Office ist definitiv nicht die Lösung. Menschen sind keine Maschinen, die irgendwie und irgendwo geparkt werden können. Sie brauchen Netzwerke und Nestwärme, also kein Work-Life-Blending und erst recht kein Open Office.